wir wollen eben insbesondere auch hier diese Pflege und Betreuung bekannter machen, damit wir zukünftig auf der einen Seite mehr Mitarbeiter bekommen, also damit potenzielle Pflege- und Betreuungskräfte wissen, dass wir solche Dienste anbieten, aber auch, dass die Bevölkerung weiß, dass wir diese Dienste haben und dass wir auch interessant werden für Freiwillige. Also gerade da gibt es zukünftig einen großen Bedarf im Bereich des Besuchs- und Begleitdienstes, aber auch bei Senioreneinrichtungen mitzuarbeiten. Und ja, und die Leute müssen mal wissen, dass wir das anbieten, und dann würden sie auch bei uns oder arbeiten sie auch gerne bei uns mit. Es gibt keinen Grund, warum nicht irrsinnig gut über das Rote Kreuz spricht, weil das, was sie tun, ist irrsinnig gut. Und für mich ist das eigentlich, sagen wir so, dass das nicht diese ganz banale, das ist jetzt ein Bitte-Spenden-Spot, sondern eigentlich ein bisschen mehr Geschichte noch drinnen ist, ein bisschen mehr, meistens eigentlich qualitativer Anspruch, dass das eigentlich eine Welt erzählt, die vielleicht nicht unbedingt, sie ist zwar eine wirklich, eine glaubhafte Welt, aber nicht real. Es ist definitiv eine erfundene Welt. Und darin quasi was finden, was so echt ist, dass es immer noch nicht peinlich, nicht erfunden und vor allem authentisch wirkt, das ist für mich das Rote Kreuz, weil das schaffen viele andere nicht. Ruhe bitte! Und Anna, bitte los! Ich bin zuständig fürs Licht. Ich muss schauen, dass das alles passt. Das heißt, dass das technisch funktioniert. Das heißt, dass die Lampen brennen und dass die Buben richtig mit dem Kamerawagen fahren, dass sie zufrieden sind, dass es ihnen gut geht, dass sie einen Kaffee haben und auf was noch. Das weiß ich nichts. Wir müssen die Lampen auf Steiger aufwursteln, und so, dass wir in den ersten Stock reinleuchten und die Sonne haben, die wir brauchen. Denn wir müssen uns das Licht richten, wie es wir brauchen. Und wir haben aber Glück heute mit dem Wetter, weil wir haben uns vorgestellt und wir haben uns gewünscht, bitte so ein Wetter wie heute zu haben. Also bedeckt, und das haben wir. Die Leute her, dass sie nicht glänzen, dass sie gut aussehen. Moritz sagt mir, was er gerne hätte, und das mache ich dann aus den Leuten. Und dass halt nicht bei der Kamera das eins wegsteht, weil das kann dann auch schon wie eine Antenne, wenn das Licht drauf fällt oder wenn der Hintergrund, zum Beispiel wenn man auf grün dreht, dann schaut das wirklich aus wie eine Antenne, also ganz schrecklich. Oder auch vom Anschluss her, weil das ja, wenn es beim Master so ist, so muss es dann den ganzen Film lang sein. Also bei jeder Näherin und noch Näherin muss halt das immer gleich sein. Und darum muss man halt schauen, dass es nicht rutscht. Also bei ihr in diesem Fall, dass es nicht rutscht. Und halt auch das Make-up, dass es nicht glänzt. Weil durch diese Lichter glänzt die Haut natürlich viel stärker, als es normal würde. Und deswegen muss man halt immer ein bisschen Puder nach, oder wenn sie zu schwitzen beginnen, ein bisschen den Schweiß weg. Wir haben uns getroffen, sind los, haben unsere Sachen zusammengepackt, sind hierher gekommen. Da wird einmal fürs Set aufgebaut, vorbereitet. Normalerweise haben wir Catering, ein eigenes, diesmal nicht, weil wir das im kleinen Team machen. Und da bin ich einkaufen gegangen für die Leute, damit es ein Frühstück gibt. Und sonst bin ich da eigentlich auch Mädchen für alles und vor allem heute fürs Essen zuständig. Jetzt die Aufgabe, Pflege- und Betreuungsdienste in den Vordergrund zu stellen, ist sicher eine spannende Aufgabe, weil das Rote Kreuz in diesem Bereich vielleicht nicht so modern rüberkommt wie der Rettungsdienst zum Beispiel. Aber da haben wir auch unter der Klammer aus Liebe zum Menschen, denke ich, ein sehr gutes Konzept gefunden. Und zwar um das bisschen mehr bekommt man beim Roten Kreuz, also in dem Fall um ein Lächeln mehr. Es gibt eher da jetzt den Faktor, diese menschliche Komponente von dieses Inhalts richtig zu erzählen. Und da ist uns dem Moritz die Idee gekommen, es zwar in sehr langsamen Bildern, aber in einer sehr schnellen Schnittfrequenz zu erzählen. Und wir haben da etliche Lichtwechsel, die ein bisschen kompliziert sind. Die anderen Leute vom Team sind aus dem Pool der österreichischen Kamera-Crew. Alles Freunde auch. Ne? Wir sind in Österreich ein kleines Land, es gibt ungefähr 10 bis 15 Fokuspuller und endlich viele DITs, das sind diese Verantwortlichen für die technischen Überspielungen von dem digitalen Material, und man kennt sie. Ne? Also man bucht, wer Zeit hat, und man freut sich, wenn man sich wieder sieht. Also somit sind die auch alle eingespielt. Ja.
darum ist das zum Beispiel ein sehr netter Job für mich, weil genau da in einem Film eigentlich eine sehr simple Geschichte erzählt, aber es gibt diesen Moment des Rauschens, wo man nicht versteht, was ist das Rauschen. Es gibt diese zwei Menschen, die sich zwar kennen, aber wo nicht gleich klar ist, in welchem Zusammenhang die stehen. Und genau diesen Moment, dass man den kurz ausspielt am Anfang und wird dann eigentlich ein sehr lustiger Film, weil am Schluss warten wir mit einer Pointe, die man nicht kommen sieht, sagen wir so. Also wenn wir, je länger wir das Zögern schaffen in dem Film, umso besser. Weil ich glaube nicht, dass die Pointe wer kommen sieht, so grundsätzlich. So wie der Film anfängt, weiß man nicht, wie er enden wird.